Jo, herzlich willkommen zurück zu Prey. Ich habe hier jetzt halt mal 1080 runtergestellt. Kann ja trotzdem mit OBS in 2560 1440 da aufnehmen. Und ja, wollen noch mal sehen hier, wie sich das hier mit dem Frame Drop jetzt auswirkt. Eigentlich müsste es ja besser werden. Ist halt schwierig zu sagen, ne? Ist das nun ein CPU-Limit oder Grafikkarte? Wobei 97% Speicher ist voll, ne? Mhm. Tja. Erstmal noch so ein bisschen optimieren hier irgendwie, ne? Texturen werden geladen, ja, dann machen wir. Der SMAA geht anscheinend auf den Speicher. Oder auch nicht. Macht es jetzt nicht so wirklich aus, ne? Wie sieht es denn aus, wenn ich ja, Schatten wären jetzt auch nicht so wichtig, ne? Finde ich. Gucken, Texturqualität geht dann mit Sicherheit auf den Bildspeicher. Gehe ich mal von aus. Bisschen stabilere Framerate wäre halt ganz nett, ne? Tja, gut, egal. Lassen wir es jetzt erstmal so laufen und schauen mal, wie sich das so verhält. Neuromod. Was ja so viel heißen sollte wie, ich kann jetzt wieder leveln, ne? Techniker, Reparatur 1. Dafür habe ich nicht genug. Wissenschaftler. Medikits. Ah, Medikits. Effektivität 150%, ja. Das ist eine gute Sache, denn was gibt's denn eigentlich leicht und normal, ne? Ja, ich will ja erstmal noch bei normal bleiben. So, was haben wir hier? Das war 4 Minuten verschwendet nur für so einen Krempel. Ja. Habe ich dann Medikits? Hier wäre noch eins. Okay. Speichern wir das mal eben. 2030. Die Talos 1 ist 2025. Der Transtar-Vorstand wird eingesetzt. 2030. Was zum Fick ist hier los? 2030. Die Talos 1 ist voll funktionsfähig. Ein Meilenstein der privaten Raumfahrt. Gottes Willen, ey.
Explosionskanister, die kann ich tragen. Okay. Robot-Prototyp. Evakuierungsbericht. Habe ich kein Interesse daran, das jetzt zu lesen. Werde es hoffentlich auch nicht brauchen. Angerauchte Zigarre, yo. Da gibt es jetzt das Medikit, was wir eben benutzt haben, zurück. Das ist auch nett. So, anscheinend müssen wir irgendwo da oben hin. Ich wollte mich aber noch ein bisschen hier umgucken. An und für sich. Ein Aufzug, der nicht funktioniert. Mühelos von A nach B zu kommen, wird schwierig. Der Hauptaufzug ist defekt. Laut System ist alles in Ordnung. Nur der Diagnosecode ändert sich bei jeder Anfrage. Ich sag Ihnen Bescheid, wenn ich eine Lösung finde. Läuft. Ziel wollte ich jetzt hier mal gucken. Was ist denn hier jetzt los? Ein Büro mit Ausblick, rufe die Videodatei ab. Ja, okay. Das haben wir irgendwie schon rausgefunden. Bananenschale. Ausfahren. Achso, muss ich dann gedrückt halten, okay. Charaktername Hauptmann Alsric Stubfellow. Okay. Scanne Ziel, kein Alien-Material entdeckt. Durchgebrannte Platine und Zugreparaturkit. Ausführlich. Da komme ich nicht durch, okay. Ist ja schon mal etwas, also da können wir nicht lang. Ich glaube, da war ich auch in der letzten Folge nicht. Hier waren wir drin. Soweit ich mich erinnere. Das wird noch interessant hier mit dieser ganzen Levelei. Restrooms. Tja, da ist irgendwas zum Reparieren. Toiletten. Wird gespeichert. Da macht er sogar einen automatischen Speicherpunkt. Ja, super. Flackerlicht hier. Oder? An Toiletten kann ich mich irgendwie erinnern. Waren wir hier nicht schon gewesen? Irgendwie schon doch, ne? Oder auch nicht, weil hier liegt ein Medikit rum.
Der Weltraumaufzug. Ja. Anzug wurde beschädigt. Besser sein Zustand, desto mehr Schaden kann er von gegnerischen Angriffen von absorbieren. Na komm, ihr wart aber gerade zu zweit, oder? Meinte ich. Sah das nur so aus. Habe ich aber nicht gekillt, ne? Wo bist du Mistvieh, ey? Ich höre dich. Meine ich jedenfalls. Gibt's ja nicht. Ja, ich bin ziemlich am Arsch hier. Guten Morgen, Talos. Alle Mitarbeiter haben sich zu ihrem Arbeitsterminal zu begeben. Im Falle einer Abwesenheit informieren Sie bitte unverzüglich Ihren Vorgesetzten. Wo bist du, hä? Da bist du. Ja gut, da geht's hoch. Nominal. Und irgendwie geht's hier hoch. Nominal. Aktoren. Nominal. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo wäre es jetzt am schlauesten hochzugehen. So, reihenfolgemäßig. Bananenschale und so weiter. Ja, genau. Verreckt, ja. Ja, aber gut, ich bin zum ersten Mal gestorben, ne? Insofern ist das jetzt auch nicht so schlimm. Letzten Spielstand laden. Machen wir mal. Junge, 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 Junge. Das ist ein Spiel. Guten Morgen, Talos. Warnung. Manipulieren von Admin-Einstellungen an Terminals oder Keypads kann zu Stromschlägen führen. Wenden Sie sich an den Sicherheitsdienst, wenn Sie beim Zugreifen auf ein System auf Probleme stoßen. Momentchen mal. Hier steht ja einer, ne? Da ich die Dinger ja umstellen kann. Was? Wo? Wer? Kann das sein, dass diese Dinger spawnen, wie sie lustig sind hier? Ja, komm nur. So. Machen wir das mal so. Fehlersuche Version 0.7.6 ausführlich. Ziel verloren.
Das ist halt so, ne? Ziel verloren. Das ist komisch. Ja, nicht abhauen hier. Erst wollen sie mich killen und dann sind sie feige und laufen weg. Sowas. Alles bisschen komisch, ja. Gut, gelevelt hatten wir ja. Security. Ja. Das wird doch mit Sicherheit unangenehm hier. Keine passende Schlüsselkarte. Ja. Gut. Kann man ja viel rumgucken hier. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Da ist mit Sicherheit irgend so ein Vieh hier. Ziemlich in der Nähe. So. Haben wir gerade gepflegt erledigt. Und da krabbelt was. Trauma Center, okay. Ach, du kommst zu mir, ja? Na, ich habe auch gleich erledigt hier mit einem Schlag, wa? So. Traumazentrum. Okay. Ja, ich würde sagen, wir speichern hier mal und machen hier erstmal eine Pause. Und ja, das ganze OSD-Zeug verschwindet dann auch, weil es läuft ja, ne? Bis denn dann.